Deutschland bewaffnet sich immer mehr. Damit herzlich willkommen zum Podcast am Sonntag. Diese Frage hat mir der Elias gestellt, ob ich dazu eine eigene Meinung habe. Die habe ich, mehr dazu gleich. Ja, durch die Flüchtlingskrise. Ich selber kann das Wort Flüchtlingskrise schon gar nicht mehr hören. Und die Vorfälle, die da in der Silvesternacht in Köln passiert sind, deckt sich jetzt die Bevölkerung immer mehr ein mit Pfefferspray, mit Reizgas, aber auch mit Schreckschusspistolen oder mit scharfen Waffen. Und die Tendenz steigt. So Leute, ich muss jetzt aufpassen mit dem, was ich sage, weil gerade wenn man Deutschrockmusik macht und solche Themen anschneidet, wird man schnell mal als Nazi bezichtigt. Aber ich persönlich, das ist jetzt nur meine Meinung, denke, dass viele neue Leute ins Land gekommen sind mit den unterschiedlichsten Kulturen. Und ich denke, dass sich diese Kulturen nicht unbedingt reibungslos miteinander verstehen und dass da Spannungen schon vorprogrammiert sind. Wenn du das anders siehst, schreib's mir in die Kommentare, würde mich interessieren. Warum nehmen denn jetzt Einbrüche und Straftaten immer mehr zu? Also ich denke, dass immer mehr Leute aus armen Ländern hier reinkommen und die sehen dann diesen Luxus, in dem wir leben. Klar gibt es in der Bundesrepublik auch die Schattenseiten mit Kinderarmut und Obdachlosen, die erfrieren, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Der Großteil lebt doch ganz gut und es gibt sehr viele reiche Menschen. Jetzt kommen da sehr arme Menschen in unser Land rein, sehen diesen Luxus, in dem wir leben und wollen das natürlich auch haben. Durch diese Straftaten nimmt natürlich die Angst in der Bevölkerung immer mehr zu. Und was macht man? Ja klar, man deckt sich mit Waffen ein, zumindest mit Pfefferspray. Und man ist ja heutzutage fast schon blöd, wenn man in so einer Großstadt wohnt, da wo es richtig abgeht in so bestimmten Bezirken, wenn man das nicht dabei ist und dann eventuell das Opfer von so einer Straftat wird, wo man dann auch vielleicht schwerwiegende Folgen hat. Also ich mag jetzt nichts schwarz reden, aber meiner Ansicht nach wird es noch schlimmer. Die Straftaten werden zunehmen, der Waffenkonsum wird auch zunehmen und irgendwann haben wir vielleicht so Bürgerkrieg-ähnliche Zustände. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber in bestimmten Bezirken oder in so bestimmten Bereichen von Deutschland mag das auf jeden Fall zutreffen. So, jetzt würde mich aber deine Meinung interessieren. Deckst du dich selber auch mit Waffen ein, mit Pfefferspray, mit Schreckschusspistolen oder mit scharfer Munition und gehst so raus? Oder brauchst du das überhaupt nicht? Bei mir ist es derzeit so, ich brauch's überhaupt nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie leichtsinnig. Aber bisher bin ich noch nicht in so Situationen gekommen. Vielleicht, wenn sowas mal passiert, dass man da anders denkt. So, aber jetzt das ganze Thema nicht so einseitig zu beleuchten, muss man sich auch immer wieder fragen, woher kommt diese ganze Gewalt oder auch, dass die ganzen Flüchtlinge zu uns kommen? Und da muss man sich auch mal ganz klar die Frage stellen, es gibt ja in Deutschland viele Rüstungsfirmen, die Waffen herstellen, Rüstung herstellen, obwohl unsere deutsche Bundeswehr zwar nur Schrott hat, so wie sich's immer wieder herausstellt, sind wir doch einer der führenden Waffenhändler und stellen Hochleistungswaffen her, die dann irgendwie vertickt werden und über Umwege dann wieder in diesen Krisenländern landen, da wo sich die dann gegenseitig abschlachten. Ist natürlich klar, wenn man da jetzt zu den Familien geht, das sind ja nicht alle Leute schlecht, die jetzt zu uns reinkommen und nicht alle Leute kriminell. Da gibt es ja auch viele Familien, die davor fliehen, da wo es dann wirklich soweit ist, dass dann Kinder erschossen werden, Frauen erschossen werden und wir in Deutschland gehen dann da fleißig zu der Firma zum Arbeiten, sagen, so, das ist ein super Job, ich fühle mich da richtig gut in dem Beruf und stellen dann Munition oder Waffen her, mit denen dann einfach Kinder oder Frauen oder einfach unschuldige Menschen erschossen werden. Was für mich bei dem Thema ein einschneidendes Erlebnis war, ein Soldat, ein Berufssoldat, mit dem habe ich gesprochen, der war im Einsatz, ich glaube, das war damals Afghanistan-Einsatz und der hat gesagt, da ist eine Mutter zu ihm hingerannt und hat ihm ihr Kind in die Arme gedrückt und das hatte keine Füße mehr, hat geblutet und auf einmal hast du da ein Kind in den Armen, wo keine Füße mehr hat, wahrscheinlich auf eine Mine drauf getreten oder weggeschossen und das ist eben die Schattenseite, was dann unsere Rüstungsindustrie, also nicht nur in Deutschland, auch in Amerika, das herstellt, wo dann schöne Arbeitsplätze schafft, oder dann andererseits am anderen Ende der Welt dann so Leid ausgelöst wird. Und dann wundert man sich halt, wenn dann so Flüchtlingsströme in die Länder natürlich reindrücken. Irgendwo ist das Problem auch etwas hausgemacht, aber das wäre jetzt so schwer zum Überblicken, weil da so viele Faktoren mit dahinter stecken. Aber es ist natürlich klar, wenn ein Land im Wohlstand lebt, das ist Deutschland, ist auch Amerika, da muss man es auch irgendwo anders wegnehmen, dass man selber diesen Wohlstand hat. Und wie funktioniert unsere ganze Industrie? Ja, ganz klar, durch Import-Export. Es werden zum Beispiel Waffen exportiert, das ist ein ganz großer Markt. Das geht mit den Lebensmitteln weiter, wo ja 60% in Europa weggeschmissen werden, während andere verhungern. Und darüber sollte man sich eigentlich auch mal Gedanken machen.
Um den Podcast noch abzuschließen zum Thema Deutschland bewaffnet sich. Es gibt ja auch viele illegale Waffen, die wo da in den Umlauf kommen, über das sogenannte Darknet. Also wer es von euch kennt, das Darknet ist so ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Es ist praktisch ein Internet, in dem man nicht nachvollziehen kann, woher irgendwie was kommt. Man kann da praktisch Shops anbieten, wo man Drogen verkauft oder Waffen, und die Polizei kann ohne weiteres jetzt nicht so einfach rausfinden, wer betreibt den Shop. Meistens, wenn sowas auffliegt, dann nur, weil ja im echten Leben die Waffe irgendwo gehandelt werden muss und das dann so zurückverfolgt werden kann, über welchen Postweg oder wer das ausgeliefert hat, das herkommt. Aber übers Internet selber, über das sogenannte Darknet, geht's nicht. Bezahlt wird zum Beispiel in Bitcoins, das ist eine dezentrale Währung, kennt bestimmt auch der ein oder andere von euch. Da hat man so einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel und man hat ein Pseudonym. Man kann praktisch ein Konto eröffnen. Normalerweise, wenn du zur Sparkasse gehst, musst du ja deine ganzen Personalien abgeben. Das ist beim Bitcoin nicht so. Beim Bitcoin kannst du einfach eine sogenannte Wallet eröffnen, das ist ein Konto. Und dann weiß keiner, wer steckt hinter diesem Konto. Und da kannst du dann Geld hin und her transferieren. Es gibt da so Börsen, da wo du Euro in Bitcoins tauschen kannst und so weiter. Und das ist natürlich auch der Schwarzmarkt, der da boomt. Und ich denke auch, dass viele Deutsche sich da eindecken mit illegalen Waffen, was sie eigentlich gar nicht haben dürfen. Und dass das auch zunehmend eine Gefahr sein kann, weil gerade wenn einer da richtig schießwütig ist oder einfach nicht ganz sauber tickt im Hirn, dann kann das auch mal schnell zum Massaker enden. Man hat es ja da gesehen in München, das ist ja bei meiner Heimat, also ich wohne südlich davon, da gab es ja dann auch so einen Amoklauf da beim OEZ-Zentrum, da war ich auch öfter mal beim Einkaufen, zum Glück war ich an dem Tag nicht da, der wo dann rumgeschossen hat und angeblich hat er der die Waffe auch aus dem Darknet raus. Also das ermöglicht natürlich schon unerahnte Möglichkeiten. So, jetzt sind wir aber beim Schluss angelangt. Ich habe genug gebrabbelt. Was ist denn jetzt deine Meinung? Wie siehst du das Ganze? Schreib's mir doch bitte unter die Kommentare, dass das Video ein bisschen Interaktion kriegt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche euch was. Macht's es gut.